Ja, hallo, herzlich willkommen zurück zur zweiten Runde. Ich hoffe, ihr fallt jetzt alle nicht ins Essenskoma. Jetzt geht es weiter mit den beiden Keynotes von Felix Stalder und Richard Barburg. Barbara Fried hat mich heute Morgen schon vorgestellt. Ich würde das jetzt trotzdem nochmal wiederholen, für die, die dort noch nicht waren. Ich bin Patrick Stari, ich arbeite hier als Online-Redakteur in der Rosa-Luxemburg-Stiftung und habe diese Konferenz mitorganisiert. Ich freue mich ganz besonders, vielleicht warten wir noch kurz, bis es mit dem Licht geklärt ist. Soll das jetzt so bleiben oder ändert sich das noch? Okay. Ich freue mich sehr, dass wir Felix Stalder heute hier begrüßen können. Felix Stalder ist Professor für digitale Kultur und Theorien der Vernetzung an der Hochschule der Künste in Zürich und ist Mitglied des World Information Institutes in Wien. Von dem World Information Institute ist auch diese Videoinstallation, die ihr vorne vor dem Eingang des Münzenbergsaals noch besichtigen könnt. Die läuft auch noch den ganzen Tag. Die hat Felix Stalder gemeinsam mit Konrad Becker erstellt. Und Felix Stalder ist langjähriger Moderator der Mailingliste NetTime, die kennen sicherlich einige hier. Er forscht zu Fragen der Digitalität, zum Urheberrecht, zu Commons und zur Wissensgesellschaft. Und in diesem Jahr ist von ihm im Surkamp Verlag das Buch Kultur der Digitalität erschienen. Und heute wird er sich den Algorithmen, die wir wollen, widmen. Vielen Dank. Danke, Patrick. Ich möchte auch dem ganzen Team danken für die Einladung und die Organisation. Ich möchte gleich vorausschicken, dass ich nicht weiß, welche Algorithmen wir brauchen und auch nicht so richtig weiß, wer wir sind. Aber das war so ein bisschen zu optimistisch, als ich vor 3 Monaten oder so einen Titel suchen musste. Aber ich werde darüber reden, wie wir vielleicht darüber nachdenken sollten, was wir eigentlich wollen. Ich werde jetzt auf Englisch wechseln. Initially, I wrote this talk in German, but I decided in the last minute to give it in English. However, I hate to translate my own texts. So the English you hear now is about 85% machine translation and 15% corrections by me. Perhaps you can tell which is which. The accent, however, is 100% me. Or should I say, Canadian English filtered through Swiss German? It's hard to draw boundaries these days. Anyway, let me start with 3 assumptions. First, we need algorithms as part of an infrastructure that allows social complexity and dynamics to meet our real challenges. Second, many of the algorithms are made poorly. I think in particular of those that shape day-to-day practice, algorithms that do what sociologists call social sorting or automated discrimination. However, and this will be my third point, the issues of poor design are only part of the problem. Because there is no such thing as an autonomous technology, even if it's called intelligent or self-learning. When I talk about algorithms, I don't mean isolated computer code, but socio-technical systems and institutional processes that automate parts of decision-making. That we are talking about this today has 3 reasons. First, the volume and the quality of data input has increased enormously in recent years and will continue to increase in the coming years. More and more activities and states, online as well as offline, leave behind detailed streams of data which are collected and evaluated. This is distinctions between personal and anonymous data or between data and metadata, distinctions that are so important for legislators, have become obsolete. Comprehensive anonymized data is relatively easy to de-anonymize, and metadata is often more meaningful than the content they describe because they can evaluate it in a standardized way.
Second, the complexity of the algorithms used has grown tremendously thanks to scientific advantages made possible by extensive academic, military, and private research and vastly increased computing power available today in data centers. Ability that until recently have been understood as genuinely human, say the meaningful interpretation of text and images, can now be done by machines. More and more areas of cognition and creativity are mechanized today. The boundaries between human and machine skills and actions are clearly shifting, and nobody knows today where they will come to lie in the future. Third, more and more of social activity takes place within mediated environments, where algorithms can act particularly well and unobtrusively because there is no material difference between the world and the data input and data output of the algorithms. Online, everything is code, everything is data, everything is generated. Human and machine agency has become materially indistinguishable. So whether we need algorithms as components of social processes is a moot question, because they're already here and no criticism and no legislation will get rid of them. And as a general goal, this would not be desirable. We need augmented individual and social cognition through new technical procedures. They enable us to move in extremely data-intensive environments without being blinded by the data. The price for an open publishing system, for example, like the web, is a dependence on search engines. You can't get one without the other. Moreover, algorithms are necessary to create more complex knowledge than we have at our disposal today about the world in real time, and to be able to act on the level of the task we are facing collectively and individually. Efficient energy supply with decentralized energy generation, for example, can only be achieved via intelligent semi-autonomous grids. In other words, a progressive politics that does not want to withdraw into the illusory world of reactionary simplification needs new methods of seeing and acting in the world. And algorithms will be part of these new methods. Otherwise, the ever-increasing complexity of an integrated world based on finite resources cannot be mastered. Only many algorithms are poorly constructed. At the beginning of this November, for example, Admiral Insurances, the third largest car insurers in Great Britain, announced that they would evaluate social media profiles in order to determine insurance premiums for first-time drivers, that is, drivers that have no driving history because they just got their driver's license. The aim was to find character traits that are related to safe driving. Okay. Accuracy and punctuality were assessed positively. And this, again, was determined by whether a user sets a meeting with friends at a precise time or simply tonight. No car insurances for Berlin. Excessive self-confidence, on the other hand, was negative. Deduced if someone often uses such terms like always or never, or too many exclamation marks, but rather than cautious terms like perhaps. So the ideal sentence is, we meet perhaps at 8 o'clock. The program should initially be voluntary and allow discounts for up to £350 a year, so quite substantial. The surprising thing about this program was its public and relatively transparent announcement. The public's reaction, though, was overwhelmingly negative, and it took not even 24 hours until Facebook stressed that this usage of user data would not be allowed, or perhaps would not be allowed to other companies.
The program was swiftly withdrawn. However, such data use is by no means uncommon today, and it is usually done in the background. What makes this case interesting is that it shows relatively openly how flimsy many of the automatic evaluations and action systems are actually made in practice. Much of the current algorithm critique, if it's not put forward in a fundamentalist way, mainly in the German feuilleton, concentrates on these, one could say, problems of implementation. Cathy O'Neill, a mathematician and prominent critic, identifies four of these kind of basic pitfalls of design. The first is excessive trust in numbers. With big data and the associated algorithms, we are witnessing an increased return of mathematics and natural sciences into the organization of the social. Tiziana spoke about this in the morning. This implies a focus on figures that are considered to be objective, unambiguous, and free of interpretation. One is always smaller than two. Who could argue with that? This means that all the problems that have been associated with the confidence in numbers are also returning. The blindness to the process that generates the numbers in the first place, the assumption that numbers speak for themselves, even though not only the selection and the methods of data gathering are already interpretive acts, but each individual mathematical operation adds further interpretation. This oblivion to the conditionality of the numbers leads to a strong tendency to regard the model in which the figures gain their meaning no longer as a model, but as an adequate representation of the world and increasingly as the world itself. Over time, the application of the model tends to expand to an ever wider set of cases. The failure of the risk models, which contributed significantly to the financial crisis of 2008, revealed all of these problems. The problem is exacerbated by the fact that most social processes cannot be expressed in numbers in a simple way. How should one conceive something so complex as a child's learning progress in a simple figure? Too many things inside and outside the schools play a role and should be considered. In practice, this problem is circumvented by simply using a different number, which then is taken as representative of this whole complex area that we cannot measure. This is called a proxy. In schools, these are the result of standardized tests as part of the PISA program that has been carried out since almost 20 years now. Since then, for almost 20 years, there has been a debate whether testing success can be equated with learning success. Personally, I don't think so, but at least it's a debatable question. However, when such numbers are then often broken down into dimensions where they are no longer meaningful, even within the purely formal logic of statistics, say to individual schools with a few hundred pupils, or even to classes with 30 or less pupils, the results become meaningless and close to random. Yet they are still used to assess, for example, the performance of individual teachers. The more complex the social situation, which is to be algorithmically monitored and evaluated, becomes, the more the models rely on such proxies, simply because otherwise the models become too complex or the data collection becomes too expensive. As a consequence, the world and the people which are evaluated move more and more out of the view, and instead, the proximity to the model's predetermined value is checked. So these models are no longer descriptive, they become prescriptive. You need to reach a certain score. Even though the results obtained have often little meaning, they are nevertheless used for assessment in all kinds of situations influencing life chances. For the person concerned, this means that he or she is at the mercy of an arbitrary system which, by virtue of real or pretended complexity,
and often pseudoscience withdraws from any criticism. The fact that algorithms are generally regarded as business secrets limits the possibilities to challenge the verdicts even further. In order to counter this situation, the rights of workers and consumers must be strengthened, right up to the right to compensation if there has been a breach of duty of care. I don't know, that was the algorithm. I'm not really sure whether that exists, but I think you know what I mean. Verantwortung, yeah? In the algorithmic evaluation or decision-making affecting them. So that's probably the most concrete policy point of my talk. I'll come back to that. The next kind of standard problem we have with these algorithmic assessment situations is that people adopt their behavior to it. The knowledge about the use of quantitative assessment means that people adapt their behavior to the expectations of the model and concentrate on delivering the right numbers, even if they are not related at all to the actions that they should actually represent. Anyone who has ever filled out his or her boss's Excel table so that at the end the desired value is generated, even if it did not correspond at all to what you did, knows the situation. I think we all know this situation. In order to manipulate the search algorithm, a whole industry, search engine optimization, has emerged with specialized in understanding, or better, intuiting the internal logic of the algorithm and adapting the website of its customers to this logic, regardless of whether this is a substantive improvement to the human readable content or not. In science, where careers are increasingly dependent on publication indices, self-plagiarism, and citation cartels, where people cite each other in excess, are growing, which has a negative impact on the quality of science, but a positive impact on the scientist's position within the ranking. As a consequence, algorithm-based actions are even further removed from the social reality in which they intervene, thereby making the world which they are supposed to organize more chaotic. One of the most common responses to people adapting their behavior to the logic of quantitative assessment is to keep as much as possible secret about it, so people are left unclear whether or how they are charged. This is intended to increase the honesty of behavior, because people should behave as if they were not numerically classified for this type of classification to work. In this way, however, the power relation between the institutional capacity for action, which is expanded by the algorithm, and the individual affected by it is becoming even more unequal. It is very important to deal with these, I would say, applied problems. Appeals to self-regulation of industry will definitely not suffice here. We need, as I already mentioned, to adapt the laws, particularly those that protect against discrimination. It must be possible for workers, employees, consumers, citizens to determine whether they have been discriminated against automatically, and should this be the case, demand compensation. Put simply, we need to increase the cost for automated discrimination, otherwise they will fall to the victims alone. But that alone would not be enough. It is not enough to improve the craftsmanship of the tools, since the tools themselves are never neutral, but they reflect the values of the developers, their bosses, or research sponsors. There is no such thing as an autonomous technology. What is understood in the technical disciplines as self-learning is extremely narrow. To find the best way from point A to point B by trial and error, after A and B, and the criteria for what constitutes the best solution have already been precisely defined.
The transfer of this concept of self-learning or intelligent machines onto a political discourse is grossly misleading, because there it suggests a much more comprehensive sense of autonomy or learning or intelligence. But that simply does not exist. It is misleading to use a technical concept, or this misleading use of the technical concept is partly a result of technological exuberance or incompetence, the two go often together, partly it is a strategic maneuver in order to remove from criticism the actual political program, the settings of point A and B, and the definition of what constitutes a solution. How does it work in practice? Now one of my two images. If you ask Siri, the smart assistant on your iPhone, "Siri, how can I jailbreak my phone?" because you want to remove the restrictions built in by Apple to your device, you get answers like, "I don't think that's a good idea," or, as you've seen here, "I can't recommend that." You can interpret this as a friendly advice or as a veiled threat. In any case, no matter how smart Siri may be, no matter how good it gets to know you, Siri will always and foremost be the assistant of Apple. And only second is your own. Simply because it was Apple who set the points A and B between which Siri can move. If we now demand that algorithms have to be made better in this applied sense, we only demand that the program that was built into them should work better. In many ways, we should demand them to be made worse. But this program is not just harmless efficiency. The definition of the problems and the possible solutions almost always correspond with a heavily neoliberal worldview. By this, I mean three things. First, society is individualized. Everything is attributed to individual, specifiable persons separated by their differences from one to another. And action means first and foremost individual action. Second, individuals, so identified, are placed in competing relationships with one another. Through all kinds of rankings and indices on which one's own position relative to that of other can rise or fall. Third, the group or the collective, the entity which expresses the consciousness of its members as related to one another, is replaced by the aggregate, which is something that is essentially formed without the knowledge of the actor, either because it's supposed to emerge spontaneously, as Friedrich Hayek, whom we already heard about today too, thought with his ideas of spontaneous order, or, more often, because it's constructed behind the backs of the people in the closed depth of the data centers, visible to a few actors only. If you want to think about what it means to support a non-neoliberal approach, then we need to think less from the point of view of the technology and more from the underlying assumptions and the built-in programmatic. If it is an essential element of the neoliberal program, reinforced now through algorithmic systems, as I said, to reduce everything to individual action, then an alternative programmatic should be geared towards enabling new fields of collective action. Technically, the preconditions are excellent. It has never been so easy to see collective patterns in behavior of large numbers of people. We have, for the first time ever, the data that allows us to capture the composition of society in real time. From a technical point of view, it would not be a problem to turn this data into information that helps people to become aware that they're already part of collective dynamics,
and this is already happening. Here, for example, Google has a feature called Popular Times, which indicates when a business or public place is particularly crowded. This is based because 80% of the population carries a Google tracking device. The other 20% carry an Apple tracking device. A few weeks ago, this feature was updated to show information now based on real-time data, so you can look up whether many people are there. Of course, this knowledge is generated in order to avoid the group and thus evade the negatively modeled presence of other people. In this sense, not really surprising, it is a classic neoliberal program that looks at unplanned social contact as an obstacle to individual efficiency. This form of social knowledge is accessible at all, that we can see these types of real-time collective dynamics, makes many things conceivable. How about, for example, if weather data, traffic data, and biomedical self-tracking data were analyzed so that traffic could be regulated before fine dust pollution becomes harmful to the people in a particular area, rather than waiting until fixed values have been exceeded over a long time? As politically complex as such a system would already be, it's easy to think about, but it's hard to do, it is important that it is embedded in other collective decision-making processes, such as public consultations, votes, or other forms of participation and input. Because we need to ensure that decisions taken at this collective level take also into account the interests of the members of the collective. Otherwise, such an approach will open the door to technocratic authoritarianism or paternalism in a really dangerous way. I'm convinced that most of us could, in an extended brainstorming session, develop further applications that privilege collective actions and devise methods of democratically legitimizing and controlling such algorithms. So as easy as it is to conceive this technically, as difficult it is to realize it politically. Except in cases of combating the global spread of infectious diseases, I'm not aware of any algorithmic models that link the awareness of the collectivity with options of actions that affect the collective as an entity and not just as an aggregate. The central obstacle to algorithms that we want lies in the neoliberal program that still dominates many fields of society. But after Brexit and Trump, and who knows, perhaps tomorrow in Austria, we'll add to that, it no longer looks like this is a foregone conclusion that this program will stay forever. This poses new challenges for us. We must think beyond the neoliberal capitalism without supporting the already strong tendency towards new forms of authoritarianism. In terms of algorithmic systems, this means that we need to think at the same time about new forms of collective actions and new ways of negotiating the goals of this action democratically. Thank you. Ja, vielen Dank. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit für Fragen. Ein gängiges Problem bei so Konferenzen, die Zeit wird mit Sicherheit nicht reichen, also fasst euch bitte kurz. Gibt es schon Fragen? Alternativ könntet ihr auch Algorithmen vorschlagen, die wir brauchen könnten. Wirklich keine Fragen? Da hinten ist eine Frage.
Sorry in German. Mir hat es gefallen, wie du verweist auch auf die Eigentümerschaft an den Algorithmen, die oft eben verheimlicht und verborgen sind als Betriebsgeheimnis. Das Betriebsgeheimnis gilt in dieser Gesellschaft und unter den herrschenden Bedingungen. Ich wäre dankbar für so ein bisschen Anteilhabe an deiner Fantasie zum Knacken dieser Betriebsgeheimnisse. Wie kommen wir an die Algorithmen, die wir vielleicht als wichtig erachten und die objektiv vielleicht auch schon wichtig sind, ran, um nicht nur die Folgen in Form von Schadensersatz irgendwie versuchen abzufangen, sondern sie sogar zu verhüten, indem wir die Algorithmen mitbestimmen und verändern. Ja, vielleicht brauchen wir den Algorithmen-TÜV. Ich glaube, das ist ein wirklich sehr schwieriges Problem aus zwei oder drei Gründen. Das erste ist, dass ein Algorithmus kein fixes Ding ist, sondern vor allem, wenn es sozusagen sich automatisch, selbstlernend generiert, dauernd verändert. Das heißt, bis Sie da so eins geprüft haben, ist es schon nicht mehr im Einsatz. Das ist das eine. Das zweite ist, es gibt durchaus legitime Gründe. Ich habe die Search Engine Optimisierer erwähnt, warum es Sinn macht, dass ein Algorithmus nicht transparent ist, weil das das Gaming des Systems einfach sehr, sehr viel einfacher macht. Das sind zwei Sachen, die diese Transparenz extrem schwierig machen. Da sind wir noch nicht mal beim Problem des Betriebsgeheimnisses angelangt und dass man da quasi de facto Enteignungen vornehmen müsste, um das zu knacken, was in einer sozusagen liberalen Gesellschaft, die sozusagen das Eigentum als eine urwüchsige Verlängerung des eigenen Körpers sozusagen ansieht, eine ziemlich hohe Hürde ist. Ich glaube aber, man kann das Problem umgehen. Und man kann die Transparenz sozusagen indirekt schaffen, indem man Wege ersinnt, eine gewisse Multiplizität von Algorithmen über das gleiche Dataset, über das gleiche Problemfeld sozusagen laufen zu lassen und dann zumindest die Resultate vergleichen kann. Also eines der Probleme von Googles PageRank und anderen ist ja, dass wir nicht wissen, was wir nicht sehen. Wir kriegen immer irgendetwas und da ist oft auch was Gutes dabei und dann denken wir, gut, das ist das, was es gibt. Aber wir haben keine Ahnung, was wir nicht sehen. Also zurzeit wissen wir es ein bisschen, weil gewisse Dinge nicht mehr auftauchen, die vorher mal aufgetaucht sind. Man findet keine Links mehr zu BitTorrent-Dateien und ähnlichen Dingen, nicht weil es sie nicht mehr gibt, sondern weil die rausgenommen wurden. Aber es wäre natürlich möglich zu sagen, wir brauchen hier mehr Diversität. Wir brauchen verschiedene Ansätze, verschiedene Algorithmen. Jetzt kann man sagen, entweder wir brauchen verschiedene Suchmaschinen, jetzt doch ein europäisches Google, da haben wir heute Morgen ja auch kurz angesprochen, dass das sehr, sehr schwierig sein wird, das hinzukriegen, weil das inzwischen doch eine sehr kapitalintensive Industrie geworden ist. Aber man könnte sich natürlich überlegen, ob es nicht notwendiger wäre, sozusagen die Datencenters zu öffnen für andere Third-Party-Algorithmen und wo man dann wirklich einen Unterschied sieht. Ah, der zeigt mir das, jener zeigt mir was anderes. Und das, glaube ich, ist eigentlich eher die Möglichkeit, tatsächlich hier eine gewisse Transparenz zu schaffen, indem man unterschiedliche sozusagen Outputs, also unterschiedliche Blackboxes nebeneinander setzt. In die Box reinzuschauen, glaube ich, bis wir das schaffen, das dauert zu lang. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Der hat mir sehr gut gefallen, obwohl er mir, glaube ich, nicht automatisiert übersetzt noch besser gefallen hätte. Insbesondere hat mir sehr gut gefallen die verschiedenen Aspekte, die du rausgegriffen hast, wo Algorithmen schlecht implementiert sind. Und ich glaube, dafür gibt es so eine gewisse Blindheit im Moment, zu sagen, ach, das ist ja
ein wissenschaftlich entwickelter Algorithmus oder sowas und dann ist das ganz toll und das muss ja gut sein. Ich möchte aber widersprechen in dem gerade gesagten Punkt bezüglich der Algorithmentransparenz. Ich glaube, für unterschiedliche Sachverhalte brauchen wir unterschiedliche Herangehensweisen. Ich glaube, an ein paar Stellen geht es auch darum, Geschäftsgeheimnisse zu knacken. Tatsächlich basieren diese Geschäftsgeheimnisse ja auch auf der Erfassung von Beobachtungswissen, was man eigentumsrechtlich ja genauso gut wie das Geschäftsgeheimnis beim Unternehmen dann bei dem Beobachteten verorten könnte. Und das Datenschutzrecht macht das zwar nicht als Eigentumskonstruktion, aber hat solche Verfügungsrechte. Insofern kann man durchaus argumentieren, dass das Geschäftsgeheimnis an den Stellen nicht trägt. Ich bin ziemlich sicher, dass es zumindest nicht verfassungswidrig wäre, wenn man das Geschäftsgeheimnis an einigen dieser Stellen knacken würde. Ich gebe dir aber bei den Suchmaschinen beispielsweise recht. Da ist ein Pluralismus im Markt das Wesentliche. Da ist es nicht unbedingt, dass man den Algorithmus auflegt. Aber ich denke, man muss in Alternativen denken. Absolut. Also verschiedene Probleme brauchen verschiedene Lösungen. Keine Frage. Ich bin trotzdem so ein bisschen, obwohl ich jetzt nichts dagegen hätte und denke, eben diese ganzen Sachen, wir müssen, dass diese Algorithmen besser gemacht sind, das ist wichtig, um diese chaotischen Formen der Diskriminierung, wo immer mehr, in immer mehr Situationen man völlig die Kontrolle über sozusagen die Begebenheiten, die man antrifft, verliert und die auch nicht vorhersehbar sind, weil es komische eben Fehler produziert werden, die halt aber trotzdem durchgesetzt werden. Also insofern habe ich nicht, also finde ich, ist das ein wichtiger Punkt. Aber ich glaube, bin ich aus politischen Gründen eigentlich eher daran interessiert, die Vielfalt zu stärken, wie den einen richtigen zu machen. Weil in vielen Fällen gibt es diesen einen richtigen gar nicht. Sondern es sind halt Set von Annahmen, die jetzt darunter liegen. Will ich die Topologie der Links so oder anders interpretieren? Da gibt es verschiedene Annahmen, die valide sein können, aber zu unterschiedlichen Resultaten führen können. Das heißt, diese Vorstellung, dass es sozusagen das eine richtige Prozedere gibt, heißt ja eben im Prinzip nur, dass man will, dass sozusagen die dominante, sagen wir, gesellschaftlichen Annahmen, eben zum Beispiel, was ich als Individualisierung und Konkurrenz und so beschrieben habe, dass die einfach flächendeckend richtig durchgesetzt werden. Und das wäre möglicherweise schon eine Verbesserung der Situation von jetzt, aber trotzdem als zumindest längerfristiges oder auch zugegebenermaßen etwas jetzt nicht unmittelbar implementierbares politisches Ziel, finde ich es doch zu wenig. Ich habe mir das Mikro einfach genommen. Erstmal vielen Dank für den Vortrag. Es ist ganz viel Richtiges, auch insbesondere vielen Dank für den wunderschönen Kampfbegriff neoliberaler Algorithmen. Ich glaube auch, dass es gar nicht so sehr darauf ankommen kann, auf die Geschäftsgeheimnisse zu zielen, dass nicht nur in Form von Algorithmen Transparenz, sondern auch in anderen Bereichen, sondern es auf Angebotsvielfalt bzw. Datenvielfalt und Datenoffenheit Wert gelegt werden sollte. Also ich meine, wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du ja den ganzen Bereich Open Data im Prinzip angesprochen, wenn es um intelligente Algorithmen zur Verkehrsmanipulation geht oder für Energienetze, dann ist es, glaube ich, schon der richtige Weg, einfach die zugrunde liegende Datenbasis zu veröffentlichen und auch verwendbar zu machen für Vielfalt von wirtschaftlichen Unternehmungen, aber auch für die Öffentlichkeit und jetzt so NGOs, die sich mit solchen Sachen beschäftigen, um eine Ergebnistransparenz oder eine Vergleichbarkeit herzustellen. Ich wollte aber, weil ich den Punkt der partizipativen Systeme, in die das eingebettet werden soll, wenn es jetzt um Smart Grid oder Verkehrsregulierung oder wegen mir auch selbstfahrende Autos oder Gütertransfer geht, dich mal fragen, kennst du ein besonders gutes Beispiel, an dem wir uns mal orientieren können, vielleicht im Lokalen, wir haben ja auch europäische Initiativen wie Smart City, die sich mit ähnlichen Dingen beschäftigen, wo es schon passiert ist, dass ein partizipativer, legitimierter Prozess
so etwas begleitet, so eine algorithmische Gesellschaftssteuerung? Jetzt so ganz genau auf das hin, nein, weiß ich nicht. Das ist ja auch erst daran überhaupt, so jenseits von diesen firmenbasierten Dingen, überhaupt erst in die Gesellschaft zu kommen. Was es aber gibt, sind Versuche, so mit Citizen Science und ähnliche, quasi komplexe technowissenschaftliche Felder, beispielsweise in der Reproduktionsmedizin und die Fragen, die dort anstehen, jetzt über einen klassischen Expertendiskurs aufzumachen. Also ich glaube, da gibt es durchaus vergleichbare sozusagen Komplexitäten an Problemen und die Frage, wie kriegt man da ein diverseres Set von oder diversere Positionen, die an der Diskussion teilhaben. Ich glaube, da gibt es durchaus Modelle, wie sowas gemacht werden könnte. Ich kenne es aber jetzt keines in Bezug auf so algorithmische Entscheidungssysteme. Der zweite Punkt ist Open Data. Das ist natürlich wichtig, aber wenn ich entscheiden müsste, wäre mir Open Access eigentlich noch lieber. Also im Sinne von, ist mir eigentlich egal, ob sozusagen nicht und wahrscheinlich, wenn wir über das Google Data Center reden, dann kann ich die ja gar nicht kopieren, ich habe ja kein Datencenter, aber ich kann sie nutzen. Ich kann einen Algorithmus entwickeln, der diese Daten nutzt. Und ob sie dann formal gesehen bei Google liegen oder unter einer freien Lizenz irgendwo anders, ist mir dann zweitrangig. Ähnlich wie, ich glaube, daraus könnte man etwas lernen, wenn man möchte, die Öffnung der Leitungen der Telekom, die ja in den 80er Jahren zu allen immer gesagt hat, oh, ihr wollt einen Telefonservice machen, grabt euer eigene Kabel. Bisschen gesagt haben, nein, ihr müsst die öffnen, ihr müsst die zu einem kompetitiven Preis Zugang gewähren, ohne dass sie natürlich ihren Eigentumsanspruch an diesen Kabeln verloren haben. So von dem her, ja, Open Data ist sicher das Beste, aber ich glaube, es gibt ganz viele Fälle, wo man mit Open Access eigentlich auch ganz happy sein könnte. Gut, dann würde ich noch eine Frage nehmen. Bitte sehr. Okay, ich fand das ganz schön, ehrlich gesagt, dass du diesen Text hast automatisch übersetzen lassen. Und mich würde interessieren, wie viele, du meinst ja 15% waren off, wie off diese 15% waren. Das ist meine erste Frage. Oder warum du dann doch gesagt hast, du willst es lieber nicht ganz automatisiert vortragen. Und die zweite Frage ist, ich fand es total spannend, dass du gesagt hast, dass Leute sich adaptieren, ja auch irgendwie was, man interagiert ja mit der Technik und man merkt ja auch, dass, also man soll ja eigentlich nicht merken, dass man irgendwie gesteuert wird, aber wenn man das dann doch merkt, dann interagiert man damit ja auch. Da würde ich gerne ein bisschen mehr drüber wissen, also was, gibt es da schon Forschungen drüber, gibt es irgendwie keine Künstlergruppen, die sich damit was machen? Gibt es irgendwie, also einfach, weil das ist ja total spannend letztendlich, was dann da auch passiert in gewisser Weise. Da können ja auch ganz tolle Sachen daraus entstehen, vielleicht oder vielleicht auch nicht, weiß es nicht. Mit der Übersetzung, ich wollte nicht irgendwie einen lustigen Text vortragen, der zeigt, wie schlecht Maschinenübersetzung ist, sondern ich wollte mein Vortrag auf Englisch vortragen und war zu faul, ihn selber zu übersetzen. Das war das Erste. Und das Zweite ist, dass diese algorithmischen Systeme in der Regel eben nicht so funktionieren, dass jetzt überall Menschen durch Maschinen ersetzt werden, sondern es sind komplexe Gebilde, wo Teile der Tätigkeiten von Maschinen, Teile von Menschen übernommen werden. Also diese Idee dieser vollautomatisierten Gesellschaft, wo quasi nur noch Roboter mit Roboter zu tun haben, da glaube ich eigentlich nicht so dran. Es ist eher, dass man in sehr hybriden Verstrickungen ist, wo man oft gar nicht mehr weiß, wer
mit was man es wirklich zu tun hat. Es gab da vor kurzem einen sozusagen amüsanten Aufzeichnung eines Telefongesprächs, wo jemand ein Telefon bekommen hat von einer Versicherungsgesellschaft, die irgendein neues Produkt anbieten wollte, das aber so merkwürdig sozusagen aus Stockphrases zusammengesetzt war. Und dann fragt derjenige, der sozusagen das Telefon abnimmt, fragt immer, hey, are you a robot? Und dann kommen ganz komische so, nein und so, sagt aber nie nein oder ja dazu. Und am Schluss irgendwie kam es dann nicht zu einem Verkauf. Und dann hat er angefangen zu recherchieren, was da jetzt eigentlich los ist. Und die wahrscheinlichste Antwort ist, weil Text-to-Speech-Recognition übers Telefon noch echt schwierig ist, weil die Stimmqualität so schlecht ist, dass da am anderen Ende, wahrscheinlich outgesourced nach Bangalore oder sonst irgendwohin, jemand sitzt mit einem Menü von also schon aufgenommenen Satzteilen. Und dann einfach sagt, okay, jetzt muss ich B3, C4... und so drücken, oder? Also das ist so eine Situation, die mir recht typisch erscheint, dass es eben gar nicht klar ist, sozusagen, wo hört die Maschine auf, wo fängt der Mensch an, mit was habe ich es hier eigentlich zu tun? Und deshalb auch scheint mir das normal, dass man sozusagen so algorithmische Dinge dann noch so ein bisschen mit der Hand bearbeitet. Das andere ist mit der sozusagen. Also das eine ist, dass wir das alle kennen, wir wissen, die Maschine will jetzt 0 hören, deshalb sagen wir 0 und dann geht die Tür auf, egal was. Das andere ist, dass wir in einer Situation sind, dass wir zunehmendem Maß eben sozusagen mit Maschinen zu tun haben, die uns antizipieren. Also die irgendwelche Vorstellungen von uns haben, wer wir sind und entsprechend unterschiedlich zu reagieren können. Das bedeutet aber auch, dass wir beginnen, die Maschinen zu antizipieren. Also wir müssen das, wir müssen uns vorstellen, scheiße, was kann der Roboter ungefähr machen? Oder? Okay, er kann nicht gehen, also will er sich nur so machen, er kann das machen, er kann jenes machen, er hört mich, aber er sieht mich nicht, oder all diese Dinge. Das heißt, wir müssen sozusagen diesen dynamischen Maschinen interagieren zu können, die von uns angenommene interne Logik dieser Maschine selber internalisieren. Damit wir was eben nicht mehr nur ein Objekt, quasi ein passives Objekt ist, sondern eigentlich eine Person ist, ähnlich wie wenn wir mit einer anderen Person reden, wir uns ein internes Bild von dieser Person machen müssen, versteht die mich, ist es jetzt angebracht, hier diesen Scherz zu machen oder nicht, also all diese Dinge. Und in zunehmendem Maße müssen wir das auch Maschinen gegenüber machen, weil die eben adaptiv sind und uns selber antizipieren und wir dann die Maschinen antizipieren. Ich kenne, also da gibt es schon Leute, die darüber arbeiten, unter anderem so eine Rechtstheoretikerin, die wir auch drüben in der Installation interviewt haben, die Mireille Hildebrandt, die über diese so quasi Subjektwerdung der Umwelt sprechen und die Schwierigkeiten und die Notwendigkeit, dann, dass wir Maschinen antizipieren. Also. Gut, vielen Dank, Felix. Computer? Oh, is it...